Hallo, ich bin Alexander von defi.jetzt und ich rede heute mit dem Ralf Knoblauch über Geld und wie Geld die Welt verbessern kann. Wenn dich das interessiert, bleib dran, bis gleich. So, hallo zu defi.jetzt. Hallo Ralf, grüß dich. Hallo Thor, lange nicht gesehen. Freut mich, dass wir wieder mal was zusammen machen. Genau, mich auch. So, wir wollten uns ja heute mal ein bisschen breiter über das Thema Geld unterhalten und ein bisschen da auch mein Buch streifen. Und du hast ja auch zur zweiten Auflage, die allerdings schon ein paar Monate zurückliegt, auch das Vorwort geschrieben, wie wir beide jetzt festgestellt haben und vorher vergessen hatten. Aber heute tust du mich quasi befragen, dann leg mal los. Ja, wir leben ja, Thor, in einer Zeit, wo wir neben den Problemen der kriegerischen Auseinandersetzung, Ukraine, Gazastreifen, ein bisschen was verdecken oder die Politik das vielleicht versucht zu verdecken. Das sind die Probleme, die wir im Hintergrund sehen und spüren zum Geld. Geld, wir haben eine sogenannte Weltreservewährung, der Dollar, der US-Dollar. Eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestiegen, das britische Pfund abgelöst. Viele prognostizieren, dass dieses sogenannte Fiat-Geldsystem kollabiert. Keiner weiß eigentlich, welche Auswege könnte es geben. Wir hatten ja im Rahmen von Corona erlebt, oder beziehungsweise auch schon vorher, dass es Negativzinsen gibt oder gab. Jetzt zurzeit haben wir wieder steigende Zinsen während der Corona-Zeit, weil Kredite vergeben worden sind und der Wert des Geldes abgenommen hat, wurde Geld, um Liquidität bereitzustellen, gedruckt, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt wurden dann dieses Geld wurde gekauft in Staatsanleihen oder als Staatsanleihen verkauft und da wurde weiteres Geld nachgedruckt, um die Staatsanleihen zu kaufen. Die USA leben im Wesentlichen damit, dass sie ihren US-Dollar, also einen Schuldenexport, und dass sie darüber, wenn andere Länder US-Dollar halten, sozusagen den Wert durch die Abwertung, dadurch, dass man viel Geld druckt, wenn viel im Umlauf ist, eigentlich die Länder, die US-Dollar halten, eigentlich auch in eine Schuldenkrise treibt. Und die Frage ist, wir haben seit 2008 eigentlich, wo ja die Währungsfinanzkrise war, wo ja ein großes Bankhaus in den USA pleite gegangen ist, wo dann der Steuerzahler einspringen musste, auch in Deutschland einige Banken gerettet worden sind und so weiter und so fort. Und eigentlich warten alle mehr oder weniger auf, ja, wie kann das ausgehen? Wir kennen aus der Geschichte, dass dann, wenn das Geld oder die Schulden zu groß geworden sind, dass man dann sehr oft Kriege geführt hat, beziehungsweise wenn das Geld nichts mehr wert war oder wenn wie nennt man das? Ray Dalio hat ja da ein schönes Buch geschrieben, wenn sogenannte Weltimperien ihren Horizont überschreiten, dann werden sie zunehmend aggressiv, dekadent. Das Geld wird nichts mehr wert, man streitet sich. Kriegerische Auseinandersetzungen beginnen. Solche Zyklen gab es im Römischen Reich, wo ja, die Goldwährung sehr lange gehalten hat, fast 1000 Jahre. Dann natürlich das britische Empire, das niederländische Empire im Mittelalter, die Spanier, die Portugiesen, dann die Briten, danach die Weltwährung nach dem britischen Pfund, die USA. Mit noch einer Golddeckung ab 71 aufgehoben. Fiat-Geld, es werde Fiat, Papiergeld. Wir wissen, Stand heute, dass seit 1913, seitdem die Fed gegründet worden ist, was ja die sogenannte Zentralbank oder des Dollars ist, die den Dollars herausgeben, dass dieser US-Dollar in den letzten 100 Jahren eigentlich 94 oder 95% seines Wertes verloren hat und weiter hin noch verliert. Und darüber wollte ich mich mit dir mal unterhalten. Geld, wie entsteht Geld? Was ist Geld? Fiat-Geld, wie könnte in einer Welt
nach dem Ende des Fiat-Geldes oder gibt es dann wieder ein neues Fiat-Geld? Was kann passieren? Welche Möglichkeiten siehst du? Du hast ja auch ein Buch geschrieben. In diesem Kontext würde ich einfach mal das Wort an dich geben und dass du noch mal einen kurzen Abriss zur Geschichte des Geldes gibst, beziehungsweise dass man auch mal ins Diskutieren kommt, ja, welche Möglichkeiten gibt es? Wann kommt der Crash? Gibt es einen Crash? Gibt es Auswege? Welche Möglichkeiten sehen Ökonomen? Welche Art von Ökonomen gibt es, um einen Neuanfang zu wagen? Österreichische Schule oder Vollgeldsysteme oder Keynes oder wie heißt der Ökonom? Keynes, John Maynard Keynes, ja. Keynes. John Maynard Keynes und so weiter und so fort. Was wir jetzt ja erleben, ist, wir haben eine Staatsdoktrin, die sagt, unser Fiat-Geld verliert jährlich mindestens 2%. Das ist von den Zentralbanken, von der EZB, ehemals auch Deutsche Bank, ausgegebenes Inflationsziel in einer Geldmengensteuerung. Was bedeutet, dass wir theoretisch 2% pro Jahr ärmer werden. Und man müsste, um bei der Steuernabgabe, die wir haben, 50, 60, je nachdem 70%, um das auszugleichen, müsste es eigentlich Lohnerhöhungen bei gleichbleibenden Preisen geben von 4 bis 5% bei diesen Abgaben, um im Einkommen einen gleichbleibenden Level für diejenigen, die abhängig beschäftigt oder vielleicht auch freiberuflich oder selbstständig sind, um den Wert, das Niveau zu erhalten, was man oder behalten, was man hat. Aber jetzt denke ich, kannst du mal dein Buch vorstellen nochmal. Du hast mir ziemlich viele Fragen gestellt, Ralf. Also zur Geschichte des Geldes verweise ich auf mein Buch. So, was ich an Informationen letztens bekommen habe, was mich stark erstaunt hat, ich habe eine Reportage gesehen auf Telegram über die Rockefellers. Nein, Rothschild, über die Rothschilds. Ne? Es war ja, Meyer Amschel Rothschild ist ja Ende des 17. Jahrhunderts als einer der Söhne in die USA ausgewandert. Und der hatte ja auch gesagt, gib mir die Kontrolle über das Geld und mich interessiert nicht, wer die Regierung stellt. Ne? Und daraufhin, das hat ungefähr 120 Jahre gedauert, haben sie es dann irgendwann geschafft, dass im zweiten Anlauf die herausgebende Bank, also die Zentralbank, die Notenbank in den USA geschafft haben, als Privatbank zu etablieren. Sprich, das war ein Zusammenschluss verschiedener Banker und die haben die Fed, Federal Reserve System, gegründet, was den Dollar herausgegeben hat und an die amerikanische Regierung, an den amerikanischen Staat verborgt hat. Der Kennedy hatte einen eigenen Dollar ausgegeben, also nicht einen privaten US-Dollar, wie die Fed. So, und da kann man ja spekulieren, ob das ihn auch ähnlich wie Gaddafi das Genick gebrochen hat. Wobei Genick gebrochen war ja bei ihm nicht. Der hat ja eine Metallvergiftung im Kopf gehabt. Und jedenfalls ging dieser Bericht über die Rothschilds weiter, dass die Rothschild eigentlich in jeder Nationalbank auf der Welt sitzen, sogar in der russischen. Ich verfolge einen Kanal FKT von Fondskonzeptionelle Technologien. Im Altai sitzen die. Altai ist da hinten beim Baikalsee, sprich am anderen Ende in Russland. So, und die lästern immer über die Nationalbankchefin, über die Zentralbankchefin Nebolina her. Der Putin hat ja diese Woche oder letzte Woche Programme zur wirtschaftlichen Entwicklung vorgestellt. Unter anderem hat er auch angemahnt, die Kredite billiger zu machen, auch für Häuslebauer, auch für Unternehmen und ähnliches. Und die Nebolina hat am nächsten Tag den Leitzins, den russischen Leitzins auf 16% erhoben. Das heißt, wenn du als Unternehmen Geld brauchst, wenn du deine Waren zwischenfinanzierst, bis du das von deinem Lieferanten das Geld kriegst, zahlst du da 16 und mehr Prozent. So, und das ist natürlich auch wieder ein Thema, was das wirtschaftliche Wachstum hängt.
Das war aber jetzt nur ein kleiner Abschweif. Also was ich damit ausdrücken will, die Rothschilds hängen halt da immer noch drin. Die hatten einen Vertrag mit der Sowjetunion, ich glaube in den 30er Jahren oder sowas gemacht und hätten 2014 aussteigen sollen. Und offenbar sind die bis dahin, also bis jetzt immer noch nicht ausgestiegen und haben die Kontrolle über das Geld, über Zinsen und Ähnliches noch nicht abgegeben in Russland. Und in anderen Nationalbanken scheint das genauso zu sein. So, du hattest es angesprochen mit der Inflation, mit den 2%. Erstmal, die 2% ist ja nur ein theoretischer Wert. Die wirkliche Inflation ist ja für die meisten Leute wesentlich höher gewesen. Das ist ja ein Warenkorb, der teilweise zweifelhafte Werte beinhaltet und wo man da die Preissteigerung irgendwie eingerechnet hat. Die Frage ist auch mal, es wird den Leuten ja erklärt, Inflation wäre was Tolles. Nee, muss sagen, Deflation ist was Tolles. Das heißt, wenn das Geld, was ich gespart habe, auf das ich verzichtet habe, wenn das mehr wert wird. So, und dieses Geld, was ich gespart habe, auf das ich verzichtet habe, was ich nicht konsumiert habe, wenn das mehr wert wird, dann sind wir bei Bitcoin wieder. Ne, Bitcoin hat ja seit mit immer, sagen wir, Bergen und Tälern, hat aber letztendlich auf lange Sicht, auf mittelfristige Sicht betrachtet, hat es seinen Wert erhöht. Und Ja Bitcoin klar, ist mehr als Gold und alle anderen ist in der Wertentwicklung nach oben gegangen. Gut, nun gibt es den Bitcoin erst seit 2009, also jetzt knapp 15 Jahre. Insofern, bis jetzt geht die Kurve immer nur nach oben. Aber ich meine, wenn man etwas Deflationäres hat und Bitcoin wird immer mehr wert, dann ist es ja eigentlich so, dass das dann als Wertaufbewahrungsmittel genutzt wird und keiner will es hergeben oder ausgeben. Wie würde denn dann dort, ich sag mal, eine Kreditvergabe oder so etwas funktionieren? Oder kann man das auch anders lösen? Ich wollte nochmal kurz einen Schritt wieder zurück machen. Du hast einen richtigen Gedanken angesprochen. Wenn das Geld mehr wert wird, dann würde ich das ja nicht ausgeben. Das ist richtig und das ist auch gut so. Wenn du dich daran erinnerst, wir beide als gelernter DDR-Bürger, was war in der DDR wichtig? War Ressourcenschonung. Also, dass wir sorgsam mit den Ressourcen umgehen. Und Umweltschutz, war halt nachgelagert, weil wenn du nichts zu essen hast, isst auch erstmal schmutziges Essen. Und später kannst du dann halt gucken, dass das Essen sukzessive sauber wird und ähnlich auch mit der Umwelt. Und wenn du ein deflationäres Geld hast, hast du quasi eine eingebaute, sagen wir mal, Verbrauchsüberprüfung, willst mal so ausdrücken. Ich überlege dann, ob das Auto, was ich mir kaufen will, was toll ist, was jetzt neu ist, ob ich das jetzt unbedingt brauche oder ob ich bis nächstes Jahr warten kann, wo erstens das Auto in der Produktion billiger wird und mein Geld quasi auch mehr wert wird, sodass ich dann nur weniger von meinem Geld ausgeben muss, sprich von meinem Bitcoin. Gerade, dass die Deflation eigentlich ein Anreizsystem ist, weniger zu verbrauchen. Das ist ja das Ziel der jetzigen Grünen. Die wollen uns ja mit Gewalt, ich sag mal, Verbrauch verteuern oder verbieten. Aber Deflation reißt sozusagen dein Ziel auch auf eine andere Art und Weise als Anreiz sogar. Jein, weil die haben auch noch ein anderes Ziel. Ziel ist eigentlich, dich zu kontrollieren. So, und bloß für die Dummen, den Dummen wird halt erzählt, dass du deinen CO2-Fußabdruck reduzieren musst, bla bla bla. Wenn du jetzt guckst, bei Granaten, bei Panzern, bei Flugzeugen, bei Militärübungen zählt der CO2-Verbrauch überhaupt nicht. Zweitens, wenn du in Biologie richtig aufgepasst hättest, du hast aufgepasst, weißt du, dass wir erstmal Kohlenstoff-Lebewesen sind. Wir haben Chemie, Kohlenstoff-Kreislauf. Und je mehr CO2 in der Luft ist oder auch im Wasser, umso mehr können die Pflanzen für ihre Photosynthese verbrauchen. So, nicht umsonst machen die Gewächshausbauern tun ihre Pflanzen mit CO2 begasen, damit die mehr Biomasse ausbilden. Das heißt, wenn ich ein Geld habe, was mehr wert wird in der Zukunft,
dann überlege ich mir, brauche ich das Ding wirklich? Wenn du jetzt guckst, viele Sachen brauchst du oder denkst du, dass du sie brauchst, du kaufst sie und dann nutzt du sie nicht. Ich habe mal eine Statistik gesehen, da hat einer gemeint, heutzutage haben wir 10.000 Sachen so in unserem Haushalt, die da so rumschwirren, die da so lagern. Und sagen wir mal, vor 100 Jahren hat man nur 400. So, und ich bin ja auch ausgewandert. Hier in Tropen haben die Leute auch weniger Krimskram in ihrem Haushalt. Der ist hier einfach übersichtlicher. Wenn du die arabische Welt gehst, dann sitzen die auf dem Teppich und haben einen niedrigen Tisch, aber dass du da irgendwie Schränke siehst, wo Haufen Sachen drinne gelagert sind, siehst du da auch nicht. So, und das ist ein Problem der Konsumgesellschaft, weil wenn du irgendwas produzierst als Unternehmer, verdienst du nur Geld, wenn das irgendjemand kauft. So, also musst du gucken, dass das jemand kauft. So, dann gibt es auch ein Buch von einem Professor aus Aalen, der hat ein Buch geschrieben, der geplante Verschleiß. Das heißt, die gucken halt, dass die Sachen immer weniger halten. Früher hat eine Waschmaschine 20 Jahre gehalten, heute hält die vielleicht nur noch 6, 7 Jahre. So, und wenn du zu Bosch gehst und sagst, konstruier mir mal eine Waschmaschine mit Lager und dies und jenes, dann fragt Bosch dich, ja, wie lange sollen die halten? So, das heißt, heutzutage hat man das Wissen und auch das Know-how. Oder mit dem Fernseher das Gleiche. Du kaufst einen Fernseher und der geht kaputt. Was geht denn kaputt? Da geht nicht der Fernseher kaputt. Da hast du oben im Fernseher irgendeinen Kondensator und durch die Betriebsdauer des Fernsehers steigt warme Luft auf. Durch die warme Luft verdunstet die Feuchtigkeit, die feuchten Komponenten im Kondensator und irgendwann brennt er halt durch, funktioniert nicht mehr. Das nennt man ja geplante Obsoleszenz, ne? Ja, kannst du auch so mit einem Fremdwort ausdrücken oder geplante Verschleiß auf Deutschland. Richtig, Obsoleszenz ist der lateinische Begriff, um das zu verschleiern, damit das meine Mutter nicht versteht. So, Ja, und das bedeutet eigentlich. wenn du aber ein Geld hast, was, sag mal, deflationär ist, dann gehst du automatisch schonender mit der Ressource Geld um und somit auch mit den anderen Ressourcen. So, und das Wichtigste, was heute ist, ist nicht CO2-Quatsch, Klimamüll oder sonst was, sondern das Wichtigste ist Ressourcenschonung und Umweltschutz. Umweltschutz ist das zweite wichtige Ding. Und wenn Sachen länger halten, wenn Sachen weniger neu angeschafft werden müssen, dann habe ich weniger Müll, weil ich die Dinger Weniger länger Müll und machst benutzen kann. weniger, brauchst weniger Ressourcen, machst weniger die Umwelt kaputt. Das Ja. ist klar. Oder Und auch reparieren. Guck dir die Oldtimer an. Das sind Sachen, das sind Autos, die noch länger laufen. Ich hatte mehrere BMWs, Turbo Diesel, Fünfer, die haben 230 Kilometer gehalten, dann waren die im Eimer. So, und mein Vater hatte sich ein Dreier BMW, allerdings Benziner geholt. Das war wahrscheinlich kein Montagsauto. Das Ding hat 320.000 Kilometer gehalten. Dann war das Ding auch Tja. fertig. So, und ich fahre hier in einem Land, wo die Autos locker 200.000, 300.000, 400.000 Kilometer fahren. Klar, weil die halt nicht so schnell fahren, nicht so hochdrehen, nicht so beansprucht werden. Aber wenn das Zeug länger hält, dann ist es, sagen wir mal, schlecht für den Produzenten, weil der weniger was Neues kaufen kann. Aber die Sachen belasten weniger die Umwelt. Ist ja auch bei der Naja, aber Bilanz jetzt. von, warte, bei Elektroautos hat man jetzt auch festgestellt, dass der CO2-Fußabdruck, was Schwachsinn ist, aber dass der wesentlich höher ist als bei einem Verbrenner, als bei einem Diesel oder bei einem Benziner. Ich meine, genommen durch den hohen Ressourcenverbrauch, wird ja auch mehr Energie von einer Form in die andere umgewandelt. Bei jeder Energieumwandlung entsteht Wärme. Es ist unbenommen, dass wir als Menschen natürlich auch mehr Wärme erzeugen auf dem Planeten oder umwandeln und damit mehr Wärme
durch die ständige, massenhaftere Energieumwandlung als in der Vergangenheit auch mehr Wärme entsteht. Das kann man nicht verleugnen. Aber ich bin da bei dir. Ich habe schon ein paar Fragezeichen auch, dass das, was wir jetzt erleben, klar erleben wir Klimawandel, aber das Klima hat sich schon immer gewandelt in den Jahrmillionen oder Jahrmilliarden, seitdem es die Erde gibt. Und hat auch wahrscheinlich sehr viel mit den Sonnenfleckenaktivitäten oder Sonnenaktivitäten generell zu tun. Und es gab schon viel, viel wärmere Zeiten auf der Erde, die um 6, 7 Grad wärmer waren als das, was wir jetzt erwarten. Nichtsdestotrotz ist es aber auch besser, wenn wir nicht so sehr viel, wie du sagtest, Energie ständig umwandeln. Also je mehr verbrauchen, je mehr Energieumwandlung findet statt, wodurch auch immer. Das ist klar. Und dabei entsteht Wärme. Und natürlich sicherlich auch ein paar CO2s, aber die. Ein paar Promille, die führen ein bisschen dazu, dass ein bisschen besseres Pflanzenwachstum entsteht, ne? Also mehr CO2 dann noch gebunden wird. Und wir wissen ja auch Stand heute nicht genau, wenn mal richtig Vulkanaktivitäten sind, was wird da alles freigesetzt, als das, was wir heute als Menschen da freisetzen. Nichtsdestotrotz Lass dich mal bin ich auch unterbrechen. schon. Die Wärme kannst du eigentlich vernachlässigen. So, und was viel schlimmer ist, bei der Temperaturmessung sind halt die Messstationen in urbane Gebiete, also wo viel Beton ist. So, wo viel Beton ist, wärmste große Aufwärmung am Tag, und die geben dann aber auch nachts und abends ihre Wärme noch mit ab, sodass die Durchschnittstemperatur viel höher ist. Ich habe einen anderen Ja, Bericht. schon. Ich bin ja eigentlich Elektroingenieur und war früher auch Fan der erneuerbaren Energien, vor allen Dingen auch Windräder. So, aber die neueren Windräder sind eine Katastrophe. Einerseits hast du da Mikroplastik, ungefähr, ich glaube, 3,5 Tonnen pro Windrad und Lebensdauer an Feinstaub, ne? Und das andere Problem, wenn du Windräder in den Wäldern quasi machst, musst du eine Schneise schlagen, um das Windrad natürlich dahin transportieren zu können. So, und du musst ein Fundament machen, was ziemlich tief ist, hast dadurch eine Bodenverdichtung. Und der Boden ist nicht mehr geschützt. Das heißt, der Boden erwärmt sich bei Sonneneinstrahlung, und die Bäume, die da quasi am Waldrand sind, also in der Nähe von diesem Windrad, bekommen Hitzestress. Das heißt, du kannst dann richtig sehen, wie auch diese Bäume, die in der vordersten Front dann plötzlich stehen, früher standen sie mitten im Wald, plötzlich Stress bekommen und austrocknen. Aber Thor, wir wollten auch ein bisschen über das Geld reden und nicht nur über das Klima. Ja, Klima aber gehört dazu. Geld, was ich sage, Subtitel ist oder Untertitel: Geld regiert die Welt. Das ist richtig. Wenn du jetzt eine Transaktion machst, bei den meisten, bei allen, es gibt auch welche, wo du Geld in Geld tauscht, hast du auf einer Seite in der Regel immer Geld. Wenn ich aber Raumschiff Enterprise gucke, die reden nie über Geld, ne? Über was reden die? Über Energieaustausch, ne? Richtig. Außer du guckst Deep Space Nine mit den Ferengis. Die reden über Geld und ihre Erwerbsregeln, aber wenn du guckst Raumschiff Enterprise, sowohl Captain Kirk als auch bei Captain Picard, bei den neueren Serien, oder Raumschiff Voyager, das Gleiche, hast du Leute, die dann nie übers Geld reden. Die kommen dann, im Prinzip, sage ich immer, ist das eigentlich wie Kommunismus. Das Problem ist, viele kennen den Unterschied nicht zwischen Kommunismus, Sozialismus und Kapitalismus. Und was haben wir in der Schule gelernt? Was der Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus? Sind die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln, nicht an den Häusern. So, und im Kommunismus kann es nur geben, wenn es kein Privateigentum mehr an Produktionsmitteln gibt. So, und gemeinschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln, ne? Ob das jetzt funktioniert, da müssen wir jetzt nicht den Fass aufmachen, alles, aber gemeinschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln ist Prinzip was Positives. Und bei Raumschiff Enterprise und Kommunismus ist es ja auch so, die Leute arbeiten, um der Gesellschaft wieder was zurückzugeben. Das heißt, man kann auch, es gibt ja auch, habe ich auch in meinem Buch erwähnt, es gibt ein Geld ohne Währung.
So, und da ist es, du bist klein, du empfängst viel und später bist du dankbar, weil du ausgebildet bist und leistungsfähig und gibst halt das, was man dir früher gegeben hat, gibst dann die Gesellschaft wieder zurück. So, und das wäre eigentlich für uns alle was Ideales. Weil in der Ja, aber Urgesellschaft gab es ja auch kein Geld und die Leute haben ja, überlebt. das stimmt. Aber seitdem, mehr oder weniger seit der Einführung des Geldes oder das, ist es doch so, dass damit auch die Menschen gelernt haben, andere zu beherrschen oder über andere zu herrschen. Mehr von dem, nehmen wir an, jeder hat das gleiche Geld oder startet irgendwann, aber irgendwann sammelt sich das dann immer. Und bei denen, das ist mein Empfinden, die zumindest jetzt in der Corona-Zeit, die vorher schon viel hatten, vor Corona, die meisten davon hatten nach Corona noch mehr und oder sogar das Doppelte. Also das ist ja mehr, das Doppelte. Die Frage ist aber jetzt nochmal um auf das Geld zu und Raumschiff Enterprise, da ging es mehr oder immer um Energie. Jetzt, wenn wir mal gucken, wie könnte die Zukunft des Geldes aussehen oder eine mögliche Zukunft des Geldes oder das, was man heute Geld nennt, was ja auch das Vertrauen in irgendwas ist. Ja, Bitcoin selbst hat ja auch keinen Wert in dem Sinne. Ja, das ist ja Nullen und Einsen aneinandergereiht in einer bestimmten Form. Und das ist ja auch dann ein Werteversprechen, weil die Nachfrage danach oder die Akzeptanz und Nachfrage da ist. Aber Bitcoin zum Beispiel entsteht auch dadurch oder wird auch dadurch sicher gemacht und Vertrauen erzeugt, dadurch, dass viel Energie genutzt wird, nämlich beim Mining, um die Währung sozusagen oder das Geld abzusichern und das Vertrauen in die Währung. Die Frage ist, ist Energie die nächste Form von Geld oder von Glauben an Wert? Wie könnte das, was man heute Geld nennt oder wie wir sozialisiert sind zum Geld, zum Begriff, zum Verständnis von Geld, wie könnte man das Problem, was wir jetzt ja alle haben, die sogenannte Verschuldung der Staaten, wie könnte man das lösen durch eine andere Form des Geldes oder Geld irgendwie neu denken? Ja, Bitcoin oder Geld ist ja Energie. Du kannst mit dem Geld Energie kaufen und du kannst Energie in dieses Geld tauschen. Und wenn ich zu dir sage, Ralf, hier mein Buch, lies das mal durch, korrigier mal die Rechtschreibfehler und vielleicht die Grammatikfehler und du kriegst von mir 1000 Euro dafür oder 10.000 Euro, dann motiviert dich das. Dann schafft das Energie, setzt das Energien in dir frei, um das zu tun. So, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Der Punkt ist, das Geld, was wir heute benutzen, ist hauptsächlich ein Wertspeicher. Ne? Also es wird Energie in dem Geld gespeichert, es wird Arbeit in dem Geld gespeichert. Arbeit ist ja Energie, auch im physikalischen Sinne. Die Frage ist aber, ob das, wie bei Bitcoin, Bitcoin ist ja ein Tauschmittel, auf das man sich geeinigt hat, was von allen Parteien Wert unterstellt wird. Ist ja mit Papiergeld das Gleiche. Bloß, dass wir als Bitcoin-Fans das andere Geld als schlecht ansehen, weil es einfach unkontrollierbar ist, was da an neuem Geld dazukommt und nicht den Finger drauf haben, ob das Geld weiterhin gültig ist oder nicht. Bei Bitcoin wissen wir, Bitcoin wird nicht ungültig werden. Und wenn Aber man es jetzt könnte, es, aber Bitcoin könnte durch was anderes ersetzt werden, wenn ja. irgendwas andere, die Leute irgendwas anderes geiler finden, dann wird das Bitcoin von einem Tag auf den anderen durchaus könnte wertlos werden. Ja, es wird ein schleichender Prozess oder ein Prozess sein, ja, aber im Prinzip kann das passieren, klar. Ist aber auch das, weil, wenn du guckst, das Radio ist erfunden worden und dann haben die Leute den Fernseher erfunden. So, beim Fernseher hast du noch das Sehen mit dabei. So, und auch die Fernseher gibt's mittlerweile sicherlich auch 3D-Fernseher oder mit biegsamer Folie und was nicht alles. So, die ganzen Sachen entwickeln sich weiter. Und wenn man jetzt irgendwann feststellt, dass Bitcoin vielleicht einen Mangel hat und den kann man mit einem anderen Geld, was genauso gut ist wie Bitcoin, aber diesen Mangel auch nicht hat, sondern somit ein bisschen besser ist wie Bitcoin oder als Bitcoin, dann kann man zu neuem Geld wechseln. Oder wir können Ja. Bitcoin verbessern. Eine Eigenschaft gegenüber dem Fiat-Geld, was Bitcoin hat, ist ja,
dass es nicht von jemandem zentral kontrolliert wird oder herausgegeben wird, sondern Von allen. derjenige, der es erfunden hat, den gibt es nicht mehr oder wir suchen ihn immer noch, ne? Satoshi Nakamoto genannt. Das ist ja das eine, aber Stand heute, das hat sich so weit verselbstständigt, dass es keine zentrale Kontrolle gibt. Und die Kontrolle ist dezentral. Auch klar, man sieht trotzdem so ein bisschen in den Minern ein paar Zentralisierungs-, also in den Pools, Zentralisierungstendenzen, aber bisher wäre die notwendige Energie, um das zu übernehmen, die 51%, die ist schwierig bereitzustellen. Die Frage ist nur, ja, wie könnte Bitcoin vielleicht als Fiat-Ersatz oder als parallel, kann man auch mehrere Geldarten oder Formen von Geld parallel nebeneinander geben, genauso wie es heute mehrere Währungen gibt, die aber bisher alle zentral, zumindest zur Zeit sind, ja, zentral durch irgendeine Institution gesteuert werden. Wie könnte aber Bitcoin das Ganze ablösen, ohne dass es zu einem Chaos oder vielleicht kriegerischen Auseinandersetzen? Hier ist ja die Frage, wenn man Bitcoin hat, gegen wen will man Krieg führen, wenn man Bitcoin jetzt mal verbieten wollte oder ausmerzen wollte? Ja, ist schon richtig. Du kannst den Krieg nicht finanzieren, aber du kannst halt gegen andere Bitcoin-Besitzer Krieg führen, um deren Bitcoins zu bekommen. Aber du kannst den Krieg nicht finanzieren, nicht lange. So, und die andere Sache ist, die Frage ist, brauchen wir ewig Geld? Es kann sein, dass wir irgendwann auf einer bestimmten Entwicklungsstufe, gesellschaftlichen Entwicklungsstufe, so wie Kommunismus oder Paradies in der Bibel, da gibt es ja auch kein Geld, dass wir da kein Geld brauchen. Bloß dazu müssen wir uns zu einer Gesellschaftsform hinentwickeln miteinander. Bei Bitcoin hast du eigentlich ein urkapitalistisches Prinzip und zwar nicht alle, die sich am Mining-Prozess beteiligen und die Sicherheit des Netzwerkes gewährleisten, bekommen eine Belohnung, sondern es bekommt nur der Erste eine Belohnung, der den nächsten gültigen Block findet. Der bekommt eine Belohnung. Das ist ein urkapitalistisches Prinzip. The winner takes it all. Der Gewinner nimmt Ja, alles. So, das ist nur. kein gemeinschaftlich, kein genossenschaftlich, kein sozialistisch, kein. Nur gibt es ja, ich sag mal, die sogenannten libertäre Idee oder libertären Idee, österreichische Schule genannt, ja. Das ist ja eigentlich Kapitalismus oder Markt nach in Reinstkultur. Ist das die bessere Welt? Ist das die Antwort? Oder wie könnte andere Antworten mit einem Mix von irgendwas aussehen? Nee, ist mit Sicherheit nicht die Antwort. Kapitalismus funktioniert im Anfangsstadium, wenn alle gleiche Bedingungen haben. Aber weil es selber fressen und gefressen werden, Wolfsgesetz im Kapitalismus, entweder du wächst weiter und frisst deine Mitbewerber, schluckst die, übernimmst die oder machst die pleite, oder du wirst von denen an die Wand gedrängt. Sieh dir Amazon an. Amazon hat eine ganze Zeit lang mit Dumpingpreis, mit Gutscheinen Kunden aufgebaut, hat versucht, die Buchhändler quasi aus dem Markt zu drängen, hat weiter sein Geschäft erweitert, nicht nur auf Bücher, sondern auf alle möglichen Artikel und ist jetzt da in vielen Bereichen Monopolist geworden. Bei eBay hast du einen Marktplatz, aber letztendlich ist der Marktplatzbetreiber auch wieder ein Unternehmen. So, und was auf lange Sicht Sinn macht, ist gemeinschaftlich bestimmte Aufgaben zu lösen. Das Hauptproblem, was ich aber dabei sehe, wie motivierst du die Leute, erstens ordentlich mitzuarbeiten und zweitens auch nach Innovationen zu suchen und Sachen zu verbessern. Und das ist das Hauptproblem. Ich habe eine interessante, weil es gibt ja viele, die hetzen dann immer gegen Sozialismus, ist scheiße und bla bla bla. Weil, wie sind wir jetzt zu den Sachen gekommen? Gekaufte Politiker. Parteien, die übernommen werden von irgendwelchen Interessen und wie auch immer. Das ist durch Kapitalismus dahin gekommen, weil halt Leute viel Geld haben, viel Macht akkumuliert haben, sich Lobbyisten kaufen konnten, sich Politiker kaufen konnten oder die auch erpressen konnten und die quasi ihre Sachen da durchsetzen. Und da gibt es viele Beispiele.
Ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel ist, wenn du dir anguckst, wenn du heute in der EU was in ein anderes EU-Land verkaufen willst, musst du die Mehrwertsteuer des Ziellandes auf der Rechnung ausweisen. Für mich als kleiner Unternehmer, ich muss rausfinden, was hat der Artikel für eine Mehrwertsteuer in dem Zielland? Gibt ja unterschiedliche Sätze. Zweitens muss ich die Rechnung entsprechend anpassen. Ich hab einen Aufwand in der Buchhaltung. Ich muss jetzt eine andere Mehrwertsteuer auf ein anderes Konto, muss anders verwalten. Kann jetzt nicht an mein Finanzamt die Steuererklärung abgeben, die Umsatzsteuervoranmeldung, sondern muss das an das zentrale Finanzamt abmelden. So, das ist für mich ein Riesenaufwand, gerade auch als Buchverkäufer. Ergebnis, ich verkaufe nicht mehr außerhalb von Deutschland. Punkt. So, aber Amazon muss sowieso in den einzelnen Ländern die Mehrwertsteuer ordentlich ausweisen für Verkäufe. Für die ist das null Aufwand. So, aber dadurch haben sie natürlich die ganzen Mitbewerber, die grenzüberschreitend verkaufen, aus dem Markt gekegelt. So, und so gibt es halt viele Sachen. Und das kann man nur machen, indem man eine Marktmacht hat, indem man Leute beeinflusst für seine Interessen. Ich bin nicht als Selbstständiger gefragt worden, ob das sinnvoll ist. Und die Leute, die das Gesetz beschlossen haben, waren auch so blöd, dann nicht mal einen Schluck weiterzudenken. So, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu ergänzen, weil wir das Thema Sozialismus angesprochen hatten oder ich hatte es angesprochen. Ich sehe eigentlich nur die Lösung der aktuellen Probleme oder der Misere dieser aktuellen Probleme, die ja wieder auftreten. Karl Marx hat die ja auch vorausgesehen. Darf man ja auch nicht vergessen, vor fast 200 Jahren. Sehe ich eigentlich nur drin, da drin, indem man irgendwie zu einer gemeinschaftlichen Produktions- und Lebensweise kommt. Wie man dahin kommt, ist die Frage. Keine Ahnung. So, man darf auch nicht vergessen, das fand ich auch interessant, dieses gemeinschaftliche, dieses sozialistisch, kann man vielleicht auch einen anderen Namen sich überlegen, dieses gemeinschaftliche wurde ja zuerst in der Französischen Revolution ausprobiert. Bloß das hat halt nur 43 Tage oder sowas gehalten. So, und als die in Russland die Oktoberrevolution gemacht hatten und dort halt Sozialismus, Kommunismus und so weiter versucht hatten aufzubauen, waren die nach einem Jahr auch verwundert, dass es die noch gab. So, und das nächste ist, die waren ja umgeben von kapitalistischen Ländern. Und was man dann in den 30er Jahren gemacht hat, dass man die Rothschild in die Nationalbank, in die Zentralbank irgendwie mit reingelassen hatte. Aus welcher Not auch immer. So, und man sollte halt aus den Erfahrungen, was da schiefgelaufen ist, was halt nicht funktioniert hat, lernen und irgendwas Neues entwickeln. Das Problem bloß aktuell ist, die Leute können über solche Sachen nicht diskutieren, weil es dann als Umsturz oder was auch immer gesehen wird. Klar, man stürzt die aktuellen Verhältnisse rum, wo irgendwer regiert, den niemand kennt, wo es Marionetten gibt, die vorne stehen. Ich erinnere nur an den Ausspruch vom Seehofer. Die, die bestimmen, sind nicht gewählt und die, die gewählt wurden, haben nichts zu sagen. Hat ja der Seehofer mal gesagt, da hat er recht. Ja, da hat er recht. Ne? Das ist auch, da komme ich mir manchmal vor. Uns wird ja immer gesagt, wir leben in einer repräsentativen Demokratie in Deutschland. Ich empfinde das mehr als eine repressive Lobbykratie. Ne? Ob das stimmt, muss jeder für sich selber bewerten, Ja, aber aber warte das ist mal, ein Spruch. die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? So, und ich habe Ja. dann Geld regiert die Welt als Untertitel gewählt. Bitcoin ist natürlich ein Mittel, um dahin zu gehen. Das heißt, ich habe hier ein Geld, wo ich jetzt niemanden habe, der Macht über das Geld. Der muss natürlich, um wieder, sagen wir mal, irgendwas machen zu können, muss er eine große Menge an Geld akkumulieren. Das heißt, die Verbrecher, die Banditen aus der alten Welt kommen jetzt mit Koffern voller Geld in die neue Welt. Sehen wir ja gerade mit den ETFs und so weiter, BlackRock. So, das war der erste Teil, da das Gespräch mit dem Ralf, wie erwartet, ziemlich lang wurde. Gibt es einen zweiten Teil und den seht ihr in der nächsten Episode. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch, kommt in unsere Telegram-Gruppe defi-chat. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es als Kommentar unten in den entsprechenden Bereich.
Und um das nächste Video nicht zu verpassen, freuen wir uns über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.